Jetzt kriegt er Ärger. Jetzt wird er verprügelt. Ich hab seinen Bauch gestreichelt. Ja, Killer Boy, dann mach das doch einfach. Installier doch mal wieder. Ja, das ist absolut. Weil wir spielen nämlich bis zum Ende und dann können wir auch gerne mit Zuschauern spielen. So. Was? Nein, nicht verlassen. Gottes Willen. Vor allem ist die Grafik immer noch so geil, ne? Wenn man sich überlegt, dass das Spiel angeblich schon so alt ist. Ah, das ist sogar richtig gewesen. Das sag ich doch. Guck mal, hier ist auch... Zero hat mich gerettet. Eine Sehenswürdigkeit. Ventaris-Tafel. Okay. Jetzt bin ich dran vorbeigelaufen. Oh, das ist noch eine Sehenswürdigkeit. Die so, Seele des blassen Baums. Avatar des Baumes. Das ist ja, war ja klar, wieder mal eine Frau, ne? Ja, natürlich. So, wo ist die andere Sehenswürdigkeit gewesen? Auf der anderen Seite, da. Ach, da. Ach, da hat die Tafel. Schicki. Also verlassen nicht, aber irgendwie müsste ich da runter eventuell. Ja, das ist wahrscheinlich dann doch den Hain verlassen. Oder? Glaube ich nicht. Das sieht hier so komisch aus. Oh. Bist du auch ausgegangen aus Versehen? Ja. Also es ist auf jeden Fall richtig, glaube ich. Frauen sind immer eine Sehenswürdigkeit. Naja, immer würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt auch so. Also, ja. Ja, das stimmt allerdings. Das sind die Heiliger am aktivsten. Ihr seid eine sprechende Pflanze. Sprecht ihr mit anderen? Ach nee, aber hä? Wir sind stark im Dunkeln und das wisst ihr. Wir gehören. Also wenn ich zu dieser Instanz gehe, steht bei mir, möchtet ihr eure Geschichte fortsetzen? Der Mond scheint kalt. Stand das auch bei dir? Nee, das steht bei mir nicht. Okay, dann müssen wir. Ich würde jetzt hier einfach den. Genau, ich würde jetzt hier den Fahrstuhl nehmen. Genau. Der Fahrstuhl macht komische Rauschgeräusche. Ja, aber ganz ehrlich, ich finde diese ganze Umgebung so herrlich schön. Das ist unglaublich. So, und nun? Da. Da! Ha, endlich. Was? Instanz betreten. Schwarze Nacht, weißer Hirsch. Ja, damit sich abhebt. So, ja, mal gucken. Mal gucken. Junker, schnell zu mir. Da. Sie ruft von der Seite, die Kate. Die Böse. Gut gemacht, Junkerin. Die Hüter sind sehr nervös, denn der Hof sammelt sich direkt beim Hain. Wir haben keine Zeit. Was sollten wir erwarten? Fühlt ihr dieses Beben? Ich fürchte, der Albtraumhof wird kreativ. Seid wachsam. Ich bin bereit, den weißen Hirsch zu schützen. Für den Traum. Hainhüter, bereit machen für einen Angriff. Es kommt mir irgendwie so ein bisschen vor. Für die Horde. Ja, verdammt, jetzt kämpfen wir, ne? Ich wollte gerade die Sehenswürdigkeiten holen. Nee, erstmal kämpfen. Und dann kannst du die Sehenswürdigkeiten holen. Hier alles mal ganz gechillt und so, ne? So wie immer. Also ich übernehme diese Seite. Und ich gehe definitiv nicht zur Sehenswürdigkeit. Joa, ich stelle uns mal hier irgendwie so ein Heilungsteil auf. So, da bin ich schon wieder. Also, falls du Heilung haben willst, komm einfach zu mir. Ja, mir geht's ganz gut. Ich kann mich ja noch einmal selber heilen. Zur Not. Ja, na dann. Wird später dann wahrscheinlich nicht mehr so nützlich sein wie am Anfang. Also, ich merke schon, wie ich immer mehr Leben verliere, je weiter wir fortschreiten. Ja, gut, ist ja normal. Irgendwann ist das dann doch nicht mehr so einfach. Das wäre auch echt schrecklich, wenn es immer so einfach wäre. Also, das wäre dann echt langweilig. Naja, vielleicht denken sich einige Leute einfach nur, ach, die wollen nur ganz gechillt die Geschichte genießen.
Das kann natürlich wahrscheinlich. Ja, so eine Leute gibt es natürlich auch. Aber. Naja, keine Ahnung. Ich glaube, die meisten wollen schon ein bisschen Action haben. Oh, jetzt bin ich auch fast im Sterben hier. Oh. Bam. Ich hab hier noch so eine Heilpflanze eingespart. Hey, hallo. Hey, ich klick doch drauf wie ein Bekloppter. Heil mich. Die heilt, glaube ich, einfach nur so random. Es hat nichts mit draufklicken. Also man kann da zwar eigentlich irgendwie angeblich draufklicken, aber... Ist nur Fake. Ja, genau, das ist nur Fake. Fake ist das richtige Wort dafür. Ich muss sagen, wir spielen jetzt schon ein paar Stunden, ne? Ja, aber ich finde es immer noch ein bisschen unübersichtlich. Ja, es geht. Es geht. So. Was? Wieso Mimimi? Dachtet ihr wirklich, ihr kommt einfach in den Hain und nehmt euch den Hirsch? Nein, Kate. Ihr solltet außerdem in einer Lache eures Blutes liegen. Und hier seid ihr. Nicht einmal Faulein konnte eure Wut zügeln. Schauen wir, ob meine Klingen das schaffen. Jetzt, sie wenden uns den Rücken zu. Wo bleibt euer Ich bin auf deiner Seite, böses Weib. Nee. War klar. Zum Aufbau eines Gartens. Geht jetzt. Meditiert darüber und wenn ihr nichts lernt, töte ich euch selbst. Es ist noch nicht vorbei, Kate. Eines Tages töte ich euch. Ganz gleich, was die Großherzogin sagt. Nein, hey. Sie war verwundbar gerade. Ja, ich gesehen. Ich entschuldige mich für Sariels Verhalten. Sie ist jung. Sie hat noch nicht gelernt, Macht mit Weisheit zu zügeln. Was gibt es da zu verstehen? Der Albtraumhof ist böse, zerstörerisch. Ihr und Sariel seid verwandte Seelen. Ihr verletzt mich. Sariel und ich haben nichts gemeinsam. Sie ist ein ehrloser Feigling. Ich war euer Freund. Der Hof möchte weder die Silvari noch den blassen Baum vernichten. Wir versuchen, sie aus dem Einfluss von Ventaris Tafel zu befreien. Ihr wollt den Traum mit dem weißen Hirsch verderben. Ihr würdet dieses edle Wesen zu einer Waffe machen. Ja, für das größere Gute. Lasst mich beweisen, dass der Albtraumhof Ehre besitzt. In einem Duell. Der Sieger erhält den weißen Hirsch. Der Verlierer den Tod. Oh yeah. Gut, Gavin. Ich nehme die Herausforderung und eure Bedingungen an. Legen wir los. Ein Duell zu dritt. Pass auf. Soll ich mich wieder raushalten? Nein? Ja, genau mal. Wo ist er denn? Hallo. Ich weiß nicht. Gavin. Gavin hört sich fast an wie Kevin. Na, ist ja auch ein Kevin. Ja, irgendwie schon, ne? Hä? Wo ist denn der Typ hin? Da ist er doch. Ich werde ehrenvoll gegen euch kämpfen. Alle Versammelten sollen Zeugen sein. Ja. Und kannst du ihn angreifen? Ja, ne? Nee, ich kann dich nur anfeuern. Yeah, das ist ja auch witzig. Okay. Nicht du hast schlecht. Das schon. Ja, ne? Ich kann Stein werfen. Echt? Cool. Unfair, weißt du, wir sollen die Guten sein. Ja, natürlich. Wir sind immer die Guten. Nein. Nicht jubel hier zu, mach ihn fertig. Oh, Federn. Wieso Ding der Federn? Ich kämpfe gleich, muss überleben, ey. Ich habe eine Feder gefunden. Ich bin halb tot. Hallo. Nein. Ich bin geschlagen. Echt? Oh Gott. Ich bin fast draufgegangen dabei. Endlich konnte ich mich mal raushalten. Guck mal, der weiße Hirsch. Oh, der ist voll hübsch. Finde ich jedenfalls. Wer läuft hinterher? Ja, ist das mein Haustier? Sieg. Mit dieser Taktik wird der Albtraumhof es nicht mehr versuchen. Jetzt ist der weiße Hirsch sicher. Vorerst. Aber der Hof wird bald einen anderen Weg finden, den Traum ins Dunkel zu ziehen. Faulein sät gerne Kummer. Anscheinend kennt ihr den Hof und diese Großherzogin Faulein gut. Was ist zwischen euch vorgefallen? Ich kannte sie mal. Aber ich kenne sie nicht mehr. Wichtiger ist, dass ihr Erfolg hattet. Genießt diesen Augenblick. Kommt! Ein Bild in eurem Traum ist klar geworden. Doch das andere,
Der Drache muss noch entschlüsselt werden. Unsere Mutter möchte den weißen Hirsch sehen. Und ich will, dass auch ihr dabei seid. Es wird Zeit, dass ihr den blassen Baum kennenlernt. Ich fühle mich geehrt, Kaith. Wir treffen uns dort. Boah, wie lange geht denn das noch, ey? Ich will endlich weitermachen. Ich will endlich neue Sachen erkunden. Ich will... ich denke die ganze Zeit so, Mann. Wobei die Story natürlich echt schön ist, ne? Tja. Ich jubel noch ein bisschen. Der Inhaber der Instanz ist gegangen. Super. Nicht jubeln. Tja, und du jubelst jetzt für niemanden mehr. Ich bin allein, ja! Das ist natürlich auch... Oh, nein. Hm? Oh, cool, ein Drache. Zeppo the Drake. Cool. Wenn ich mal einen Drachen habe, dann nenne ich ihn auch Zeppo. Er sieht voll cool aus. Wo bist du? Draußen? Steht direkt hier vor. Da, hier, gucke. Da, hier, da. Gucke, genau den Drachen meine ich. Hui. Das ist cool. Ja. Ja, gut. Also ich weiß nicht, wie es bei deiner Quest ist, aber meine ist noch nicht vorbei. Und ich sehe... Wo geht's denn eine jetzt unentdeckte Sehenswürdigkeit auf jeden Fall noch. Mehrere, Gott, ey. Keine Ahnung. Warte mal. Keine Ahnung. Muss ich ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich sehe es nicht. Meine Markierung ist auch weg. Ja, jetzt müssen wir selber suchen. Jetzt sind wir schon groß, ne? Jetzt müssen wir das alleine machen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich würde sagen, wir laufen einfach ein bisschen rum und dann werden wir das irgendwann rausfinden. Nee, ich muss einfach hoch. Warte, ich gehe hoch. Dann machen wir meine Quest als nächstes. Joa. So. Und ich bin wieder doof und suche den Fahrstuhl. Ich werde niemals, ich werde wahrscheinlich wirklich niemals merken, wo dieser Fahrstuhl ist. Ja. Perfekt. So, und ich muss jetzt mit dem blassen Baum reden. Tapfere Kaith. Ich kenne die Maske, mit der ihr euren Schmerz verbergt. Tiachens Leid und Verlust gingen eurem eigenen Herz zu nahe. Ich schaffe es schon. Schenkt dem Junker eure Aufmerksamkeit, nicht mir. Noch eine Maske, Kaith. Aber sie hat recht. Ich möchte mit euch sprechen. Ich stehe vor ihr und sie winkt mir zu. Ja. Seid gegrüßt, mein tapferes Kind. Kaith hat mir von euren Taten erzählt. Ich bin sehr stolz auf euch. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Ich träumte vom Symbol auf Tiachens Schild. Und als wir uns trafen, wusste ich, dass ich ihm helfen musste. Lag das an euch? Nein, Liebherz. Ich kontrolliere den Traum nicht. Ich sorge nur für ihn. Die Geschichte vom Ritter des Mondes und seiner Liebsten soll im Hain erzählt werden und andere beflügeln. Wir werden uns eures Sieges erinnern. Ein wunderbarer Vorschlag. Daraus lässt sich lernen, dass die Liebe selbst nicht böse ist, auch wenn andere sie dazu machen möchten. Wenn ich das fragen darf, Mutter, in meinem Traum sah ich auch einen fürchterlichen Drachen. Ich habe gehört, es sei meine wilde Jagd, dem Monster zu begegnen. Ist das wahr? Ich fürchte ja. Die wilde Jagd eines Silvari ist eine heilige Bürde, die der Traum nur den stärksten und mutigsten meiner Kinder auferlegt. In eurem Traum habt ihr gegen einen Altdrachen gekämpft. Nur zwei meiner Kinder hatten einen solchen Traum. Ihr und Kaith. Alle Silvari kämpfen gegen die Diener des Drachen, die Untoten. Aber ich glaube, ihr werdet Zaitan selbst begegnen. Und ich glaube, ihr werdet ihn bezwingen. Ich verstehe, Mutter. Vielen Dank. Seid stolz auf euren heutigen Sieg. Doch denkt daran, Frieden ist kurzlebig. Ihr werdet wieder gebraucht. Wahrscheinlich sehr bald. Jetzt. Oha. Oha.
Ihr habt euren ersten Beherrschungspunkt verdient. Beherrschungen sind Fähigkeiten, die von Charakteren ab Stufe 80 mit Zugriff auf Erweiterungsinhalte trainiert werden können. Ja, gut, okay. Das also dauert noch ein bisschen. Oh, ein Schwarzlöwen-Truhenschlüssel. Ein Brief von Kate. Cool. Das ist gut, den will ich auch endlich haben. Das ist der, von dem Nina erzählt hatte. Oh, und bessere Schuhe. Nehme ich alles. So, was ist das jetzt? Auch. Beherrschungspunkt verdient. Ah, okay. So, ich komme mal noch kurz in mein Inventar. Neue Schuhe ausrüsten. Was? Werte wählen? Hm? Englischer. Jagender. Achso. Cool, ich kann die Werte von meinen Schuhen bestimmen. Stärke. Veredelt. Okay. Aber ich weiß nicht, was bringt mir Wildheit, weiß ich zum Beispiel nicht. Verjüngt. Ja, ich glaube, bei den ganzen Werten müssen wir uns noch ein bisschen einlesen. Zustandsschaden. Baccarat. Ja, weißt du, was ich in dem Verwüsterer? Achtung, Werte auswählen ist permanent und macht den Gegenstand seelengebunden. Okay. Hab ich gemacht. So, stacheliger Saatgutbeutel zum Öffnen. Doppelklick. Was habe ich bekommen? Oh, Schild. Und 6 Eisenerz. Brief von Kate. Hallo? Ich habe Doppelklick drauf gemacht und er ist verschwunden. Okay. Das ist blöd. Ich wollte den lesen. Hä? So. Mir fehlt aber noch eine Truhe. Schade. Naja, gut. Hast du eine Truhe? Du meinst so eine Löwenkiste oder wie die heißen? Ja. Ja, die hatte ich doch letztes Mal gefunden, wo wir nicht wussten, was wir damit machen sollen. Oh, ich sehe gerade zum ersten Mal, dass ich eine Aufwertung auf Stufe 80 habe. Eine Aufwertung auf Stufe 80 für den Charakter? Ja. Das ist ja geil. Ja, wenn du auf das ins Inventar gehst, der oberste Beutel. Gemeinsame Inventarplätze vom Account. Stimmt. Zwei Aufwertungen auf Stufe 80 sogar. Ja, weil du beide DLCs hast. Das ist nice. Weißt du warum? Weil ich ja noch dann einfach einen zweiten Charakter machen kann. Du kannst, ja. Ja. Auch drei Charaktere machen, weil den hier leveln wir ja so. Ja. Dann kannst du dir so viele 80er machen, wie du willst. Ja. Na, ich will halt nur nicht vorgreifen, ne? Das wäre irgendwie blöd. Ja. So, und jetzt suche ich immer noch, wo du stehst, wo diese komische Kammer ist, weil ich muss da nämlich auch rein. Ja, dann komm her. Ich besuche gerade, wo du bist. Oh. Ja, da, wo wir das erste Mal hingegangen sind. Ja, ja. Ach da, ja, ich sehe dich. Du, das bei meiner Orientierung, ja, dann bringt mir das aber nicht viel, wenn du mir sagst, hey, da, wo wir das erste Mal waren. Ja. Hallo. So. Ja, genau. Oh, dann Bucket, das heißt aber, dass ich jetzt auch sowas Cooles bekomme. Oh, das ist so cool. Das freut mich voll. Ach ja. Okay, dann quatschen wir einfach nochmal mit dir. Ja, genau, dann reden wir jetzt wahrscheinlich genau das Gleiche. Yay! Seid gegrüßt, mein tapferes Kind. Der weiße Hirsch hat mir von euren Taten erzählt. Ich bin sehr stolz auf euch. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Ich wusste, dass ich den Hirsch beschützen musste. Ich sah es in meinem Traum. Lag das an euch? Nein, Liebherz. Ich kontrolliere den Traum nicht. Ich sorge nur für ihn. Wenn ihr wünscht, Mutter, kann der weiße Hirsch in unserem Garten bleiben. Dort kann er in den Schatten ruhen, frei von den Gefahren, die er überstanden hat. Ein wunderbarer Vorschlag. Er wird dort sehr glücklich und oft mit seinen Beschützern vereint sein. Wenn ich das fragen darf, Mutter. In meinem Traum sah ich auch einen fürchterlichen Drachen. Ich habe gehört, es sei meine wilde Jagd, dem Monster zu begegnen. Ist das wahr? Ich fürchte, ja. Die wilde Jagd eines Silvari ist eine heilige Bürde, die der Traum nur den stärksten und mutigsten meiner Kinder auferlegt. In eurem Traum habt ihr gegen einen Altdrachen gekämpft. Nur zwei meiner Kinder hatten einen solchen Traum. Wie sie lügt! Ja.
Lügnerin. Silvari kämpfen gegen die Diener des Drachen, die Untoten. Aber ich glaube, ihr werdet Zaitan selbst. Aber ganz ehrlich, ich werde das jetzt einfach mal überspringen, weil das kennen wir ja schon. Ihr werdet ihn. Ich meine, jetzt nochmal genau das gleiche angucken, muss mir jetzt auch nicht. Die Frage ist, können wir jetzt endlich eine gemeinsame Quest machen? Ist das klug? Zweifelt nicht am Traum. Wer weiß? Also ja gut, ich meine, der Traum war natürlich für ihn von uns. Stachelige Saatgutbeutel. Verbrauchsgegenstand, ja, was auch immer. Schuhe! Und endlich, ich muss wissen, was in dieser Truhe drin ist. So, das mit dem Beherrschungspunkt wissen wir jetzt nur mittlerweile. Wieso habe ich keine Truhe? Ich habe sogar zwei. Wieso hast du zwei Truhen? Schick mir keine Ahnung. Warte. Weißt du, was blöd ist? Ja. Ich muss erst eine aufmachen. Warte. Ich google sie lange. Schwarzlöwentruhe. Das reicht mir hier. Ah, cool. Warte, mini-rotes Greifenjunges? Oh, das ist aber cool. Noch mehr Haustiere. Schwarzlöwelfigürchen. Doppelklicken, um gegen Objekte einzutauschen. Okay. Und dann habe ich noch Transmutationsladung bekommen. Ach, zufällige Beute von Gegnern. Fünf sogar. Und Teleport zum Freund. Ah, also wenn ich mal wieder nicht den Weg kenne. So, das ist voll scheiße. Es ist zufälliger Drop von Gegnern und du hast zwei bekommen und ich keine. Warte, ich schick sie dir. Voll unfair. Ich schick sie dir doch. Trotzdem ist das unfair. Nein. Tittenbonus, ey. Scheiße. Ja, ganz gut. Oh Gott. Was? Hab ich mich gerade erschrocken. Ich habe aus Versehen auf Löschen gedrückt. Und ich habe jetzt gerade echt Angst gehabt, dass ich die Truhe gelöscht habe. Oh. Und ich dachte so, oh mein Gott. Nein. So, bitte. Ich bin ja so lieb, weißt du, ich bin ganz, ganz nett und teile. Ja. Und was auch immer ich mit diesen Schwarzlöwen-Figürchen machen kann, mal gucken. Öffnen wir. Aussehensveränderung. Ah, so. Aussehensveränderung in der Garderobe. Ich glaube, die haben wir auch irgendwann mal schon gesucht. Mini-rotes Greifjunges. Greifenjunge sind extrem lebhaft und frühreif. Kombiniert in einer mystischen Schmiede drei rote Greifenjunge mit zwei nicht identifizierten Farben, um ein mini-blaues Greifenjunges zu erschaffen. Okay. Ach, cool. Doppelklick, okay. Wiederbelebungskugel zum Benutzen doppelklicken. Ihr bleibt im Kampf, bis die Krankheit abklingt. Okay, cool. Kann mich wiederbeleben. Miniaturspielzeug-Ei. Okay. Dieses Ei enthält ein zufälliges Mini aus Set 1, 2 oder 3. Minis sind kleine Modelle beliebiger Monster und Charaktere aus der Welt. Okay. Ach so. Kombiniert in der mystischen Schmiede drei rote Greifenjunge, ach so, mit zwei nicht identifizierten Farben um ein Mini-Blaus. Ach so, so noch kombinieren. Ist ja doof. Na cool, ich habe einen Ring noch bekommen aus dem Beutel. Okay, nice. Wir werden immer besser. Ja. Cool, würde ich sagen, können wir... Oh Gott, was habe ich denn da jetzt noch? Beherrschungspunkt verdient, ja gut, das weiß ich. Belohnungsstufe 14. Ach so, oh, ich habe ein Level gemacht. Oh, ups. Kartenabschluss. Was? Ein Kartenabschluss ist eine weitere Möglichkeit, um Tyria zu erkunden. Findet alle Wegmarken, Sehenswürdigkeiten und Panoramen und schließt alle Aufgaben für die Ansehenherzen sowie Heldenherausforderungen auf den Karten ab, um Belohnungen zu erhalten. Okay. Der Fortschritt beim Abschluss wird auf der Karte angezeigt. Ach, cool. Hm? Und Meisterwerkausrüstung. Ich habe gar nicht zugehört. Um was ging's? Wir bekommen Belohnungen, wenn wir eine Karte komplett abschließen. Also wenn wir alle Sehenswürdigkeiten, diese Herzen machen und so weiter. Also, guck mal, ich habe eine Minispinne. Wird uns auch irgendwie angezeigt. Cool. Ich mag unsere anderen Viecher lieber. Nee, ich finde die Spinne cool. Ich behalte sie.